Ja, Leute, was geht ab? Gar kein Plan, wie ich das auch nicht machen soll. Wir müssen über zwei Dinge sprechen. Eigentlich über eine Dinge, über ein Ding, Alter. Wir müssen über eine Sache reden. Und es gibt aber noch eine kleinere Sache, über die ich auch mal gerne kurz ja, anknüpfen wollen würde. Das ist ja so eine neue Kampfsportart. Mehr oder weniger neue Kampfsportart, aber wir kennen ja alle Boxen. Dann kam ja MMA, dann kam Bare-Knuckle-Boxen, dann kam Street-Beefs etc., irgendwie solche Sachen. Und jetzt gibt es einfach MMA-Boxen im Auto. Also der Ring ist ein Auto, Digga. What the fuck? Was ist das? Das ist richtig behindert, Alter. Ich habe letztens ein Video gesehen, und da hat der Typ versucht, irgendwie in die Guillotine zu springen. Und da lässt man sich so nach hinten fallen, ne? Da springt man quasi so nach hinten. Und das war sein Untergang. Damit hat er sich quasi selbst begradigt, weil er ist dann so nach hinten gefallen und der andere konnte so relativ gut easy aufstehen und dann, ja, Ground and Pound to the Death halt, ne? Also, ihr könnt euch mal anschauen. Das ist also schon witzig, aber auch behindert, aber auch komisch, irgendwie so. Also, ich persönlich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich gucke es mir jetzt auch nicht wirklich weiter an. Ich habe es einfach nur zufälligerweise auf Instagram gesehen, folge es aber auch nicht mehr weiter. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen etwas, aber für mich ist es leider nichts. Das andere, eigentliche Thema, worüber ich eigentlich heute reden wollte, ist: Es gibt, haltet euch fest, tschetschenisch auf Google-Übersetzung. Bro, what? What the hell is going on? Alter Schwede, es gibt einfach noch die Mod auf Google Übersetzer. Und das ist voll funny, weil du gibst da einfach ein. Und ja, wie geht's dir? Dann steht da Homoho oder ich habe letztens provisorisch einfach mal was reingeschrieben, so, wo ist Grozny? Dann stand da Grozny Mitchario. Und das Witzige ist, es wird nicht mit lateinischen Buchstaben vereinfacht, quasi darunter geschrieben, wie man das zu lesen hat. Und es wird halt nur in kyrillischen Buchstaben geschrieben und man kann sich das auch nicht aussprechen lassen, also, weil es gibt keinen Google-Übersetzer, wie sagt man jetzt, Bot-Stimme oder Computerstimme oder eingesprochene Stimme, die das dann irgendwie übersetzt oder ausspricht für einen. Bei anderen Sprachen kennt man das ja, bei Deutsch, bei Englisch, Japanisch etc. Kann man sich das immer anhören, ne? Kann man immer auf diesen Lautsprecher-Symbol draufdrücken, da kommt dann dieser Ton raus und dann wird einem gesagt, wie sich das anhört. Da aber geht das leider nicht. Das heißt, es ist eigentlich wirklich nur was für Tschetschenen, die Kyrillisch lesen können. Aber selbst nicht mal für Russen etwas. Weil die Russen, die können das nicht so ganz richtig lesen, wie Tschetschenen das lesen will. Vielleicht ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde nicht ganz sagen, also die würden schon ein bisschen das lesen können, auf jeden Fall, klar. Aber nicht mit der richtigen Aussprache, weil das nochmal ein bisschen anders ist und auch eine ganz andere Sprache an sich ist. Und ja, deswegen, ja, finde ich es einfach crazy. Also, und das Witzige ist, ich habe es einfach auf Google Übersetzer bei einem chinesischen Kollegen gesehen. Der kommt aus London, by the way. Der hat das einfach gepostet. Ich so, hä? Wie? Ich dachte einfach, das ist so ein Prank. Ich dachte mir so, okay. Ich habe schon Google-Besitzer aufgemacht und hat mir so, ja, nice try und so mäßig. Dachte ich mir so, okay, ich finde das wirklich. Ich denke mir so, was geht ab, Digga? Es gibt einfach Tschetschenisch auf Google-Übersetzer. War erstmal so voll baff. Ich so, hä, Bro, du meinst, das gibt's doch wirklich? Ich so, ja. Und dann meinte ich so, bestimmt gab es bei den Google-Headquarters einen Tschetschen, der da irgendwie dafür gesorgt hat, dass es da reinkommt oder so. Jetzt kann man einfach Google-Übersetzer benutzen. Das ist schon echt witzig, ne, also. Echt krass, dass man das erleben kann. Also jetzt muss nur noch bei WhatsApp dieser Tschetschenien-Fahnen-Emoji kommen und dann fertig ist, Digga. Fertig ist die Sache. Also schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, dass es jetzt mittlerweile Tschetschenisch auf Google-Übersetzer gibt. Das ist so crazy, also. Boah, also höre ich mir da nie im Wort denken. Ich fand es ja schon krass, wenn manchmal bei so Bewerbungssachen man da irgendwie, wo man da angibt, welche Sprache man alles kann. Manchmal dann Tschetschenisch wirklich gab, also manchmal gab es auch Tschetschenisch, da dachte ich mir so, wow, krass, man kann Tschetschenisch anklicken, dass man Tschetschenisch kann, ist heftig. Nicht Tschechisch, wirklich Tschetschenisch, ne, also, hab mich schon gewundert. Und, ja, und jetzt gibt's immer bei Google Übersetzern Tschetschenische Sprache.
zu übersetzen. Es ist heftig, auf jeden Fall. Also, Props an Google auf jeden Fall, würde ich sagen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr darüber denkt und ob ich da so. Ja, also, ich habe auch ein paar Sachen gecheckt und das schien alles legit zu sein. Also, die Sprache war, ja, schien legit zu sein. Ich kann mir gut darüber vorstellen, wenn man irgendwie richtig komplexe Sätze da reinschreibt, dass dann irgendwie voll die Fehler, ja, passieren können. Muss nicht unbedingt, aber normalerweise ist es ja meistens so. Und ja, für den Smalltalk wird es wahrscheinlich auf jeden Fall reichen. Crazy auf jeden Fall.